Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem schnellen, kurzen Video. Und zwar habe ich euch ja gestern meine Ausbeute gezeigt von der Perch Knight. Und heute werde ich eins entwickeln, was dann sozusagen mein stärkstes Pokémon wird. Ihr könnt es schon ahnen. Ich habe es hier eh schon eingeblendet für später. Das beste Moveset und so. Und zwar Bummels. Wir haben hier ein, ich weiß nicht mehr welches Level, 33 oder 34, 98%. Ich habe genug Candies für einmal durchentwickeln. Das sind auch zwei neue Dex-Einträge. Ich glaube, der kommt direkt auf über 4000. Und dadurch direkt mein stärkstes Pokémon, theoretisch. Praktisch ist er halt natürlich leider nutzlos. Und momentan auch gutes Wetter, könnt ihr sehen. Teilweise bewölkt heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und das steigt Normal-Pokémon. Und Bummels ist normal, also der ist momentan auch recht häufig bei dem Wetter. Vorhin war da noch gerade einer. Theoretisch auch Galaxo, aber von dem habe ich leider nicht so viele gesehen. Also muss ich weiter von meinem 100er Galaxo träumen. So, wo ist der Typ? Ich habe mehrere 98er. Vielleicht mache ich noch einen. Keine Ahnung. Also ich hoffe immer noch auf den 100er. Aber erstmal den hier. IV-Check. Bester Satz. Attack 15. Auch wenn das nicht so bedeutend ist bei dem, leider. Weil sein Fast Move zockt leider 0 ab. Yawn. So, Defense auf 15. Okay, los geht's. Erste Entwicklung. Neuer Dex-Antrag. Moontier heißt er, glaube ich. Den habe ich einmal wild sogar, oder? Den habe ich, glaube ich, schon. Den habe ich einmal wild gefangen, kann das sein? Oder? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Nee, den habe ich nicht. Der war mal auf der Map, aber ich habe ihn nicht geholt. Genau. Neuer Dex-Antrag. Bam, bam. Wie viel hat der? 1,7, okay, das ist gar nicht so viel. Jetzt geht's ab, oder was? Jetzt kommen die WP. So. Direkt mein stärkstes Pokémon. Ein bisschen traurig. Viele haben gar keinen Bock, den zu entwickeln, weil die dann den ganz oben haben. Anstatt ihre Klassen Despotas und Dragonite. Bam. Und 4-1-5-1. Krank, Mann. Okay, zwei Normalattacken. Ihr seht's, Wetterbonus. Hyperstrahl aber. Laut Gamepress, Moment. Ich mach mal Screenshot für euch. Dann seht ihr es. Nicht das Beste, sondern Knuddler. Hyperstrahl das Zweitbeste und Erdbeben das Schlechteste. Okay. Schau mal, wie viele TMs ich habe. Dann können wir mal versuchen, auf Knuddler zu gehen. So. Das ist mein stärkstes Pokémon, also der hat schon verdient. Können wir ein paar TMs ausgeben. Ich brauche eh Platz im Beutel für die Box. Box schauen wir uns später genauer an, im nächsten Video. So, weg mit Hyperstrahl und Erdbeben, natürlich. Der Bug ist immer noch da, dass man direkt wieder nach oben springt. So, Erdbeben weg und aha! Nur zwei Versuche, perfekt. Knuddler, ganz gut. So, schauen, oh, warte. So, erstmal weg damit. Schauen wir uns den nochmal genau an. Ich glaube, ich kann ihn einmal pushen. Soll ich das machen? Puh. Das kostet genau 8. Ich kann ihn, glaube ich, so. Dann sehen wir, wie viel er bekommt. Okay. Als Experiment. Für euch. Einfach so zum Spaß. Einmal pushen. 33, okay. Bam. Schauen wir uns jetzt meine Top-Pokémon an. Ganz, ganz weit da oben ist er jetzt. Über 4000. Mein erstes Pokémon über 4000. Jetzt muss ich wieder Bummels sammeln, weil ich jetzt gerade 0 Bonbons habe und hoffentlich irgendwann einen 100er bekomme. Aber das war's. Schreibt unten in den Kommentare, ob ihr auch schon einen Letterking habt. Wenn ja, wie stark ist es? Wie viel IV? Und wie ihr den so findet? Habt ihr ihn schon im Kampf ausprobiert oder in der Arena? Stellt ihr den oft rein? Ich habe schon mal gegen den gekämpft, aber ich habe den so leicht besiegt. Ich bin bisher nicht so begeistert von ihm. Mit dem alten Arena-System wäre der echt interessant gewesen. Aber so hat er eigentlich echt keinen Nutzen. Aber das war's von mir. Eure Meinung zu Leta King unten in die Kommentare. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.